Jo, was geht ab? Zane ist wieder da und zwar mit den neuen Spoilern zu One Piece Kapitel 952. In der Cover Story heißt es diesmal, die Wünsche meiner Frau sind auch meine Wünsche. Big Mom und Kaido kämpfen wohl weiterhin, na wer es erwartet, und irgendwer spricht über den Schwertgott Ryuma. Und das war's auch schon zu den offiziell bestätigten Spoilern. Auf mangahelpers.com habe ich jedoch noch mehr Spoiler gefunden, diese sind bis dato aber nicht bestätigt und irgendwie in einem sehr sehr komischen Englisch gehalten. Deswegen hierbei Vorsicht, aber ich möchte sie euch natürlich mal nicht vorenthalten. In den unoffiziellen Spoilern heißt es, Kaido und Big Mom kämpfen immer noch gegeneinander und bekommen ein Flashback zu ihrer Vergangenheit. Sie haben wohl in irgendeiner Stadt gekämpft und diese dabei zerstört und die Marine hat dann wohl Kaido gefangen genommen, aber Big Mom hat ihn gerettet. Das würde zumindest mal dazu passen, dass Kaido noch irgendeine Schuld bei Big Mom hat. Dann wechselt die Szene wohl rüber zu Zoro, der versucht das Shusui-Schwert von Gyokumaru zurückzubekommen und dieser erzählt ihm die Geschichte des Shusui. Dann bekommen wir wohl noch mehr Informationen zum zweiten und dritten Kitetsu und dass wohl selbst die Leute in Wano Kuni nicht wissen, wo sich momentan das Kitetsu der ersten Generation befindet. Und das Ganze hat wohl irgendwie eine rote Klinge, zumindest wird es als Red Knife bezeichnet. Sind wir mal gespannt. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, diese kleinen Spoiler haben euch gefallen. Wie gesagt, der zweite Part der Spoiler ist inoffiziell, das heißt, diese sind einfach noch nicht bestätigt, also sind diese mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer auf einen Klick auf den Like-Button sowie einen Klick auf den Abo-Button, wenn ihr auch morgen mein Kapitel-Review zu One Piece Kapitel 952 nicht verpassen wollt.